Seid gegrüßt, mein Name ist Georg Emanuel Nagel. Willkommen bei meinem dritten Video auf meinem Kanal. Was gibt's heute zum Erzählen? Ja, also es gab viele positive Rückmeldungen bisher. Die Abonnements sind nach oben gegangen. Und man hat unter anderem kritisch angemerkt, dass ich mein letztes Video, dass ich das hier auf dieser Bobo-Bank gemacht habe. Also das ist eine aus Paletten von mir zusammengebaute sogenannte Bobo-Bank. Also jeder Bobo braucht Palettenmöbel. Also bin ich sehr stolz drauf. Und ich hatte auch ein Holzfällerhemd an. Also das war die doppelte Bobo-Ladung. Holzfällerhemd, Palettenbank. Und ja, darum habe ich jetzt hier gewechselt wieder zum klassischen, ja, zum schicken Anzug. Weil ich möchte nicht vollends ein Hipster-Nazi werden. Ja, vielleicht hatte da mein Gespräch mit Martin Sellner einen Einfluss, einen modischen. Und ja, ich bin kein Hipster-Nazi, ich bin und bleibe ein kryptofaschistischer Kirgistani. Und deshalb habe ich jetzt wieder hier Sakko angezogen und eine Krawatte, wie sich das gehört für mich. Ja. Manche sagen ja auch, ich bin sozusagen, was meinen guten Kleidungsstil betrifft, bin ich sozusagen der Richard Spencer von Österreich. Ja. Also Johannes Schaff hat abgelästert über die Krawatte bei den Sellner-Interviews, hat gesagt, das ist eine 70er-Jahre-Krawatte. Aber auch das ist Retro, auch das ist Bobo und das ist natürlich kritisch zu betrachten. Also diese ganze Bobo-Geschichte, ich brauche es nicht, ja, also auch dieses weiß das John Henry oder wie dieses komische Saftel heißt, was Sellner angepriesen hat, das habe ich mir auch mal gekauft nach diesem Videoskandal von Martin Sellner, der dann auch verklagt wurde von der Firma. Und ich muss echt sagen, 2 Euro für so 0,33 Liter Bobo-Plörre, das zahlt sich nicht aus. Da kaufe ich lieber für 40 Cent einen Liter Himbeerwasser oder so im Hofer. Ja. Auch diese ganze Craft-Beer-Geschichte, das ist ja auch nichts. Ja. Also zahlst du in irgendeinem Lokal 8 Euro für irgend so ein Kürbiskernbier oder was weiß ich, irgend so ein Blödsinn und dann schmeckt es nicht so gut. Ja. Da kaufe ich lieber irgendein Durchschnittsbier, ja, ein Wieselburger, ein Stiegel oder wie das bei mir üblich ist, das Landgraf von Billa für, glaube ich, 45 Cent oder so. Ja, von allen werde ich nicht gesponsert. Aber heute habe ich gar nicht wirklich Lust auf Bier. Und heute gibt es Wein, einen Kurtaki, ein Rezina aus Attika. Ja. Ihr habt es ja schon durch die Enthüllungen des Verfassungsschutzes erfahren, dass ich ja ein Anhänger der Stoa bin. Das ist ein Anhänger, eine Anhängerschaft, die auch unter die Haut gegangen ist. Und das Griechentum wird heute von mir gewürdigt durch ein Glas Rezina. Da schließt sich auch der Kreis zur identitären Bewegung, ja, die natürlich ein bisschen oberflächlicher ist als ich. Weil bei Identitären hat man halt das Lambda-Logo und so weiter. Bei mir ist das Griechentum etwas, das wahrhaftig gelebt wird. Ja, so. Prost, Hellas Olé. Auch nicht übel. Ja, über was ist heute das Hauptthema? Das Hauptthema ist der aktivistische, patriotische Frühling, den ich mir hoffe. Denn, Moment, ich muss eine Lampe richten. Ne? So, jetzt geht's besser. Naja, ist auch nicht viel besser geworden. Jedenfalls, es hat sich nämlich ein großes Jammertum, ein Nörgelantentum breit gemacht. Vor allem bezüglich der neuen Regierung. Also alle haben geglaubt, es wird jetzt diese schwarz-blaue Regierung wird gewählt und sie wird alles von alleine richten. Viele haben geglaubt, ja, die FPÖ sozusagen, die übernimmt jetzt quasi diktatorisch die Macht, ja, und die können da sozusagen regieren wie die Kamarilla von Ludwig dem 14. oder irgendwie sowas in der Richtung. Ja, dem ist natürlich nicht so. Und ja, die FPÖ, so schön es auch ist, dass wir diese Regierung haben und wie toll auch unser allseits geschätzter Innenminister Kickl ist, so sehr können die natürlich nicht schalten und walten, wie sie wollen, so sehr müssen sie Rücksicht nehmen auf die veröffentlichte Meinungsmache. Und da kam es schon natürlich zu einigen Umfallereien, Einknickereien und ja, da hilft es nichts zu schimpfen, da hilft es nichts auf Facebook abzulästern und ja, die als Verräter darzustellen und zu beleidigen und so weiter, all das hilft sehr wenig. Was wir machen müssen, das ist
Aktivismus. Wir erinnern uns an das große aktivistische Jahr 2015, als die sogenannte Flüchtlingskrise losging. Das war der Höhepunkt des deutschen Aktivismus. Da ging Pegida los, da habe auch ich angefangen, eine Demonstration zu veranstalten. Auch die Identitären und andere Gruppen hatten es sehr leicht zu mobilisieren. Und da ging es zack auf zack, Schlag auf Schlag. Und ja, es gab einen großen Zulauf und es gab auch damals bei den Identitären, also nicht nur damals, auch schon vor der Flüchtlingskrise und so weiter, gab es eine Aktion nach der anderen. Das war sozusagen ein aktionistischer Marathon. Und jetzt ist das Ganze ein bisschen eingeschlafen bei der Identitären. Sie hatten den Prozess am Hals, da konnte man natürlich nicht viel machen. Aber auch die neue Regierung hat das Mobilisierungspotenzial ein bisschen gehemmt. Und das müssen wir jetzt ändern. Ich erwarte mir jetzt einen patriotischen Frühling, einen Frühling des Aktivismus. Also es ist ja auch tatsächlich Frühling bald. Und hier müssen wir loslegen. Und das ist das Einzige, was funktionieren wird. Also zu nörgeln und zu lammern, das geht nicht. Ja? Denn möchte jetzt nicht so wie jeder Neurechte über Metapolitik labern, weil das wird eh ständig bedient. Aber ja, wir müssen über Metapolitik sprechen. Denn auch die gesellschaftliche Verschiebung, dass überhaupt diese Regierung gewählt werden konnte, die ist eben nicht allein auf parteipolitischen Wege zustande gekommen. Sondern es waren natürlich die Vorreiter, die aktivistischen Vorreiter, die eben nicht parteipolitisch organisiert waren. Es waren die rechtsintellektuellen Verlage, die alternativen Medien. Das waren diejenigen, die schon vorher die Stimmung gemacht haben, den Sinneswandel vorbereitet haben, der dann irgendwann zur Wahl einer solchen Regierung geführt hat. Aber es mussten sich andere vorwagen, es mussten andere den Kopf hinhalten, es mussten andere das unbekannte Terrain erkunden, um diese Meinungsverschiebung zu erreichen. Und genau das müssen wir jetzt wieder machen. Also wir dürfen nicht glauben, dass irgendeine Partei ganz alleine alles richten wird. Ja, die sind in einer völlig anderen Situation als wir, sie sind einem noch größeren Druck ausgesetzt. Sie müssen hier staatsmännisch auftreten, sie müssen sich mit einem Koalitionspartner auseinandersetzen, sie müssen sich mit einer feindlichen Medienwelt auseinandersetzen. Die können nicht einfach so, wie meiner einer, sagen, so, ja, ist mir wurscht, ja. Was, wenn die über mich ablästern, ja, ist mir komplett egal. Ja, weil Hauptsache, ich stehe in der Zeitung, wisst ihr. Deshalb müssen wir jetzt diesen patriotischen Frühling starten mit Aktionen, mit Demonstrationen, mit witzigen Protest, auch mit Meme-Warfare. Und da muss jetzt jeder mitmachen. Also jeder, der nur jammert und jeder, der nur lästert und sich nicht auf die Straße traut, der zu keiner Aktion kommt, zu keiner Demo, der nichts macht, ja, der soll besser den Mut halten. Denn wir müssen jetzt eben klar machen, dass wir nicht zufrieden sind, dass wir vieles nicht akzeptieren. Vieles, was die Regierung vielleicht als Schwierigkeit betrachtet. Wenn etwa EU-Regelungen ihren Wünschen entgegenstehen, wenn internationale Gesetze, die wie welche Menschenrechtserklärungen und ähnliches, das schon 100 Jahre alt sind, ihren Überzeugungen entgegenstehen, dann müssen wir jetzt den metapolitischen Raum schaffen, ja, um hier dieses Overtone-Video zu benutzen, um populäre Begriffe zu verwenden, um hier wieder diese Verschiebung zu erreichen. Ja. Die Verschiebung, dass wir sagen, wir gehen jetzt den nächsten Schritt. Und der nächste Schritt ist zu sagen, wir setzen uns durch gegen die EU, gegen diese internationalen Regelungen und sagen, wir schaffen neue Regelungen. Wir setzen jetzt das durch, wir sind am Drücker, ja? Wie das etwa andere Länder wie auch Ungarn und so weiter machen. Die sagen, gibt's nicht. Oder auch in Osteuropa, in der Slowakei, sagen, bei uns gibt's keine Islam, bei uns sperren wir keine einzige Moschee auf, gibt's doch nicht. Ja? Und das ist jetzt eine Verschiebung, die wir jetzt erreichen können und wo wir aber vorangehen müssen, wo wir eben sagen müssen, jawohl, es gibt ja eine Gegenöffentlichkeit, die sagt, wir wollen einen Schritt weiter in die richtige Richtung gehen und das geht eben nur mit Aktionen, mit Demonstrationen, mit Überzeugungsarbeit, auch im Medienbereich und hier müssen wir jetzt metapolitisch auf den Plan treten. Es ist ja so, dass etwa die FPÖ, bevor sie in der Regierung war, noch bis kurz davor waren die Medien so, dass sie gesagt haben, oder viele, das sind wirklich Rechtsradikale, das sind Unmögliche, das geht gar nicht. Viele haben die auch als Nazis beschimpft und alles Mögliche. Und jetzt auf einmal hat dieser Ruck stattgefunden und jetzt sind halt die der Staat, jetzt sind die die Obrigkeit und jetzt muss man denen respektvoller begegnen. Jetzt ist das die neue Normalität.
oder wenn wir erinnern, noch viel früher, etwa an das Programm von Pegida Österreich, das ich damals bewusst sehr vorsichtig noch formuliert habe, aber ein bisschen schärfer noch als die FPÖ, ein bisschen weitergehende Forderung, das war damals Skandal. Und vieles von dem, was dort drinnen stand, ist jetzt ein paar Jahre später quasi offiziell zumindest Regierungslinie. Und jetzt gilt es, das durchzusetzen. Ja? Hier muss also Metapolitik betrieben werden und das ist jetzt unsere Funktion, die wir hier im vorpolitischen Raum haben, dass wir das Meinungsspektrum weiter nach rechts drücken, weiter auf Konsequenz pochen. Und das müssen wir jetzt angehen. Das ist eben der patriotische, aktivistische Frühling, den ich mir jetzt erhoffe, jetzt wo auch die identitäre Bewegung ja freigesprochen wurde, jetzt wo man wieder loslegen kann und wo es auch andere Kräfte jetzt auf den Plan treten, die auch aktivistisch tätig sind, die auch meinungsbildend, unterstützend eingreifen wollen. Jetzt sollten wir uns alle zusammenschließen, um hier ein ganzes Stück weiterzukommen im metapolitischen Kampf um die Köpfe und um die kulturelle Hegemonie. Denn einer der nächsten Termine wäre zum Beispiel der 15. Juni, findet wieder wie jedes Jahr der Marsch für die Familie statt, der ja von mir organisiert wird, zusammen mit Alfons Adam und dem Wiener Akademikerbund und vielen anderen Vereinen, vor allem aus dem christlich-konservativen Milieu. Das war jetzt das 7. Mal, dieses Jahr dürfte es, wenn mich nicht irre, das 8. Mal sein, ist sehr professionell organisiert. Es sind immer so 500, 600 Leute da, wird eigentlich jedes Jahr ein bisschen größer, aber da geht noch mehr. Und zum Beispiel diejenigen, die sich darüber beschweren, was die Regierung jetzt die Homo-Ehe eingeführt hat aufgrund einer Entscheidung des Verfassungsschutzes, ja, und dass sie hier nichts dagegen getan hat, was mir hier quasi umgefallen ist. All diejenigen da, die das nicht gut finden, die müssten eigentlich beim Marsch für die Familie mitgehen, wo wir ja eben gegen die ganzen Gender-Auswüchse und die Familienzerstörung und diese ganze absurden gesellschaftspolitischen Irrwege protestieren. Und da ist noch einiges drin. Da sind alle herzlich willkommen. Ja, also es sind auch viele aus dem dritten Lager dabei, aber noch nicht so viele, wie ich mir erhofft habe. Und da könnten eigentlich alle mitmachen und da könnte man eigentlich, theoretisch könnten wir auch eine Demonstration haben, anstatt mit 500, 600, mit 1000 Leuten. Ja? Wir stellen immer so eine Riesenbühne hin, da würden auch 2000 Leute sich ausgehen. Also das wäre eine Realitätsverschiebung, wenn wir sagen, wir verdoppeln unsere Teilnehmerzahlen. Und das würde funktionieren, wenn alle, die so aus der identitären Richtung, aus dem dritten Lager, irgendwie nationale Richtung kommen, wenn die auch alle mitgehen würden. Dann wird wieder am Nationalfeiertag, am 26. Oktober, wird wieder der Marsch der Patrioten stattfinden, der dieses Jahr das erste Mal von mir organisiert wurde, vom Verein Occident. Und da war auch Martin Kohlmann, war zum Beispiel da von Pro Chemnitz als Redner, wird auch dieses Jahr wieder stattfinden. Aber bis dahin ist noch Zeit. Ja? Und am Montag, den 25., also wahrscheinlich heute, für die, die dieses Video sehen jetzt als erstes, findet ein Flashmob da statt, wegen der Pepe-Geschichte, wegen dem Frosch-Prozess, und zwar um 19 Uhr vom Justizministerium im Weckhofer Park. Also nochmal montags, 19 Uhr, Weckhofer Park, Justizministerium, Martin Sellner mobilisiert auch. Da sammeln wir ein paar Froschgeschenke für das Justizministerium, um denen die Angst vor Fröschen zu nehmen. Ja. Also das ist sozusagen der Auftakt zum patriotisch-aktivistischen Frühling, ist dieser Flashmob, und da erwarte ich mir rege Teilnehmer und auch bei den weiteren folgenden Aktionen und Demonstrationen. Ja. So, das war's für heute. Wir sehen uns morgen.